Herzlich willkommen, wir machen einen Versuch. Versuch Wasser 3, eine Wolke selber machen. Diese Wolke mache ich nicht nur selber, sondern es hilft mir auch der Wetterfrosch dabei. Hallo? Quack miteinander. Um eine Wolke zu machen, brauchen wir Wärme, Kälte und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Und wir haben da eine Vase vor uns und auch einen Wasserkocher. In diesem Wasserkocher ist erwärmtes Wasser und du kannst jetzt dieses Wasser in diese Vase geben. Also für mich ist es eigentlich ein bisschen zu heiß, aber ich fülle es jetzt gleich wohl aus. He? Du musst nicht drin baden, du musst es nur rein. Sehr schön. Wie viel? Alles rein. Alles. Oh, ist das heiß! Sehr gut, ja, das ist genügt. Ach. Wunderbar. So, jetzt haben wir die Wärmequelle und wir haben eine hohe Luftfeuchtigkeit. Und jetzt brauchen wir noch eine kalte Quelle und da hast du auch etwas mitgebracht. Okay. Ja. Eine Kühlbox. Box. Und in dieser Kühlbox hat es ein Kühlelement. Man kann für diesen Versuch auch Eis nehmen, aber mit diesem Element ist das Ganze ein bisschen einfacher. Jetzt kannst du es da draufstellen. So. Ja. Mache ich das gut? Wunderbar. Jetzt haben wir eine Wärmequelle, eine Kältequelle und dazwischen Luft. Und die ist ziemlich feucht. Und man sieht, wenn da warme Luft sich abkühlt im oberen Bereich, bilden sich kleine Wassertröpfchen. Die warme Luft kühlt sich nämlich ab und kühlere Luft kann weniger Luftfeuchtigkeit aufnehmen. Deswegen bilden sich Wassertröpfchen und wenn man ganz viele Wassertröpfchen hat, dann gibt es eine Wolke. Jetzt haben wir eine ganz kleine Wolke, man sieht es noch nicht sehr gut. Um das Ganze ein bisschen besser zu zeigen, kann man mit einem Streichholz das anzünden. Das ist gefährlich. Ich lösche es noch hier draußen ab. Und geben das in die Vase. Und jetzt hat es da viele Rußpartikel. Und an diesen Rußpartikeln bilden sich jetzt kleine Wassertröpfchen und eine Wolke entsteht. Damit man das noch besser sieht, kann man ein schwarzes Papier dahinter stellen. Und dann sieht man den Kontrast. Das ist hochinteressant. Siehst du die Wolke? Aber warum machen wir jetzt dieses Experiment eigentlich? Ja, das Ganze läuft in der Natur ganz ähnlich ab. Es ist nämlich so, wenn sich warme Luft abkühlt, kann die kühlere Luft weniger Luftfeuchtigkeit aufnehmen. Es bilden sich Wassertröpfchen. Und das geschieht auch in der Natur so. Wenn man ins Wetterheft schaut, da hat es zwei Beispiele dazu. Wenn also Luft in die Höhe steigt, kühlt sie sich ab und da kondensieren die Wassertröpfchen und es bildet sich eine Wolke. Das Beispiel 2, das geschieht vor allem im Herbst und Winter. In der Nacht kühlt sich die Luft ab, sie sammelt sich in den unteren Lagen und dort bildet sich dann Nebel. Das ist auch eine Art Wolke. Das ist dann die Zeit, da verschwinde ich dann im Teich. Ja, ja, genau. Das ist nicht deine Lieblingszeit. Danke, ja. Aber man sieht, die Wolke, die ist immer noch da. Und in der Natur hat es natürlich noch viel größere Wolken. Spannend. Danke. Das ist es gewesen von diesem Versuch. Danke fürs Zuschauen.